Schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Colonel Knight Stadion. Sonntagabend, 18.30 Uhr, Eishockeyzeit in der Wetterau. Und was für eine wichtige Begegnung. Wir begrüßen hier den EHC Freiburg. Unfairen Rahmen, schauen wir drauf und haben vor allem eins, sie haben Knipser vorne. Die ersten beiden Reihen, die ich Ihnen genannt hatte, alle Stürmer haben zweistellig getroffen. Und damit also rein in die Partie. Bad Nauheim in Rot, in Drittel 1 von rechts nach links. Die Gäste in Weiß von links nach rechts. Alle anderen Teams deutlich schlechter. So, Roh mit ein bisschen Glück. Alanov dann in die Schlittschuh. Von Kunz. Kunz, Tor! Tobi Kunz, 35 Sekunden gespielt, eiskalte Dusche, es ist der angesprochene Konter, Scheibenverlust von Alanov. Und dann ist es ein 3-2, zum Schluss ein 2-1 und Tobi Kunz ab ins kurze Eck. Keine Chance, Mikko Remö, erster Schuss, erstes Tor. Ich hatte es eben angesprochen, es ist eine der effektivsten Mannschaften der Liga und das beweisen sie prompt. Kurzes Halten von Eirich. Nicht gesehen vom Unparteiischen. Trotzdem die Chance für Lascheid. Und Wölfel ist dazwischen. Hat Billig gerochen, dass der Pass da zu Meisinger in den Slot kommen soll. Und da ist Billig. Chris Billig, der ist schnell. Ich hatte es angesprochen. Billig und Remö. Und gut, dass Herm da nicht drankommt aus Sicht der Bad Nauheimer. Auf der anderen Seite auch die Gelegenheit aus dem Netz. Aschwa springt die Scheibe. Das ist die Chance und das Tor. Und es ist wieder Krestan. Ja, wenn es einmal läuft, dann läuft's. Radek Krestan. Was für ein Fehler da in der Defensive. Könnte Maton Wasch gewesen sein. Mit dem Querschläger und das nutzen die Teufel sofort aus. Radek Krestan, 15. Saisontor und an diesem Wochenende Nummer 4. Vielleicht auch ein kleiner Eisfehler drin da bei dem Pass, aber das war auch zu lässig. Und Kaufbeuren gegen Bayreuth 1-2. Und der nächste Konter, die nächste Chance. Und dann ist es für mich ein Foulspiel an Yannick Herm. Ja, Slayton holt das Pulli. Gerstung. Mit dem Scheibenverlust. Die Chance für Linsenmeier. Linsenmeier und Remme. Wieder Soro. Soro, gut gespielt. Götz verzieht. Sehr wachsam da, Dominik Meisinger. Schuss, Krestan, Tor! Radek Krestan! Tor Nummer 5 an diesem Wochenende. Und es ist wieder der One-Timer. Und da haben sich die Freiburger das Video vom Freitag aus Riessersee nicht angeschaut. Das ist ja eine Kopie des Treffers. Scheibe quer und Radek Krestan lädt durch. Und ab ins kurze Eck, Wölfel ohne Chance, ist in der Bewegung und Krestan macht die Nummer 5. Perfekt. Und die erste Führung in der Partie, 2-1. Und Heilbronn gegen Dresden 1-5, das heißt die Dresdner Eislöwen, die setzen sich da ein bisschen ab von den Lausitzer Füchsen und festigen also Platz 4. Und damit also rein ins zweite Drittel, Bad Nauheim. In Rot von links nach rechts. Freiburg von rechts nach links. Krestan. Soro. Gut gespielt! Und Wölfel mit Glück gegen den Schuss von Götz. Gut gespielt, Krestan. Und die Chance für Charlie Soro. Der Abpraller ist da, aber sie kriegen ihn nicht über die Linie. Linsenmeier. Soro ist da. Wieder Nico Linsenmeier. Gut gespielt. Und das Tor.
Ein starker Schuss von Maton Wasch. Und zuvor war stark von Linsenmeier, der erneut die Vorlage gibt. Und der Ausgleich durch Maton Wasch, Ex-Löwe Frankfurt. Und bereits sein 12. Saisontor. Groff bringt die Scheibe rein und dann ist das passiert. Marc Wittfurt steht im Slot völlig frei. Und Freiburg dreht die Partie. 13. Saisontor für Wittfurt. Keine Chance für Mikko Remmel. Worauf die Freiburger natürlich spekulieren werden, auf ihre starken Konter. Freiburg im letzten Abschnitt natürlich immer noch in Weiß und jetzt wieder von links nach rechts. Bad Nauheim in Rot von rechts nach links. Wasch da gegen Kohl. Christian. Und Alanov und Wölfel und dem weiß er gar nicht, wie er den gehalten hat. Aber er hat ihn. Und der Schuss kommt, Wölfel nach Ballert, Tor! Nickt ihn hin, aber so wie es ausschaut, gibt der Unparteiische den Treffer nicht, weil er abgepfiffen hat. Und das wäre natürlich eine unfassbare Fehlentscheidung, wenn er das wirklich nicht gibt, das Tor. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung jetzt. Er gibt das Tor nicht. So ist ein gefundenes Fressen. Trotzdem bringen sie die Scheibe nicht raus, die Freiburger. Am langen Pfosten ist dann wieder Krestan, hier unten. Johansson nimmt sich den Schuss, Tor! Durch die Beine von Wölfel, den hat er nicht gesehen. Und als er ihn sieht, da zappelt er schon im Netz. Joel Johansson, extrem wichtiger Treffer. 4 Minuten 19 vor Schluss, Powerplay-Tor. Und nachdem ich bei Markus Götz im zweiten Abschnitt sagte, diese unnötige Strafzeit, diese unnötige Behinderung führt zu einem Treffer, auch diese unnötige Behinderung von Steven Billig führt zu diesem 3:3 Ausgleich und der ist mittlerweile hochverdient. Alanov. In der Mitte ist Meisinger. Alanov. Gegen Wittfurt, gegen Duda, immer noch Alanov. Meisinger und Wölfel und Nachschuss. Und knapp vorbei. Slayton war es, glaube ich, mit dem Hammer am Tor vorbei. Ja, die letzten 4 Sekunden laufen. Es muss ein schneller Abschluss her. Wölfel ist da und so geht es hier also in die Overtime. Und die Punkteteilung ist insgesamt gerecht. Also 3 gegen 3. Beide Teams bevorzugen 2 Stürmer, einen Verteidiger. In dem Fall Slayton Lange und Götz. Und auf der anderen Seite Duda und Remö. Und er hätte gerne weitergespielt, aber Halluja hatte was dagegen. Johansson, guter Pass und die Chance und knapp vorbei. Steve Slayton vergibt. Nochmal Denin. Ja, und so laufen die letzten Sekunden runter. Vielleicht geht noch ein Schuss über Wittfurt. Nochmal Wittfurt wird von den Beinen geholt und das war's dann. Es geht auch noch in ein Penalty schießen. Wenn der Unparteiische dann endlich soweit ist, dann könnten wir auch. Puck gefunden, ja, so ist es. Also, Zorro gegen Wölfel. Und Zorro trifft. Abgezockt gemacht, Charlie Zorro. Und auf der anderen Seite dann der von mir schon angesprochene Radek Duda. Nicht gerade ein Fanliebling hier in Bad Nauheim. Duda gegen Remmel.
Und Remme. Ja, verzockt sich Duda. Wartet zwar extrem lang, aber in dem Fall zu lang, denn der Winkel wird zu spitz. Und Remme macht's gut. War der Krestern für Bad Nauheim. Oh, ich hätte heute ein Tippspiel ausfüllen sollen, wobei so schwer war es jetzt auch nicht, bei Bad Nauheim die Schützen rauszufinden. Also Krestern könnte jetzt den Freiburger Schützen dann schon extrem unter Druck setzen. Krestern gegen Wölfel. Krestern trifft. Auch der über den Schoner drüber. Und das heißt, Nico Linsenmeier, den ich ja auch angesprochen hatte, der muss gegen Remö treffen, sonst geht der Zusatzpunkt an die Roten Teufel. Linsenmeier gegen Remö. Remö hält's, Bad Nauheim holt den Zusatzpunkt und verdient den sich auch insgesamt in einem tollen Eishockeyspiel. Siegt also der EC Bad Nauheim mit 4:3 nach Penaltyschießen und springt damit auf Platz 10, auch wenn man ein Spiel mehr hat.